Der Bahnstromkreisfinder besteht aus zwei Geräten. Der Sender hat einen eingebauten Steckdosenprüfer mit LED-Anzeige. Links grün und Mitte rot bedeutet Phase links, 0 Leiter rechts. Links und rechts grün würde bedeuten Phase rechts, 0 Leiter links. Alle drei LEDs an bedeutet Phase rechts und Test-FI-Schalter läuft. Nur die rechte LED an heißt Phase rechts, 0 Leiter unterbrochen. Nur die mittlere an heißt Phase links, 0 Leiter unterbrochen. Mittlere und rechte LED an bedeutet Phase und Erdleiter vertauscht. Alle drei LEDs finster heißt Phase unterbrochen und nur die linke LED an heißt Erdleiter unterbrochen. Wenn man die Pole vertauscht, dann verändert sich die Anzeige. Das Überprüfen des FI-Schalters und der ordnungsgemäßen Erdung der Steckdose ist nur dann möglich, wenn beide LEDs grün leuchten. Durch das Drücken der Prüftaste wird ein Prüfstrom von 30 mA zwischen Phase und Erde hergestellt, der den FI-Schalter auslösen soll. Der Sender schickt ein Signal in die Leitung, der Empfänger spürt dieses Signal über den Sensor in seiner Spitze auf. Wir schalten den Empfänger ein, das grüne Licht zeigt die Betriebsbereitschaft und wir fahren mit der Spitze die Automaten der Reihe nach ab. Beim ersten Durchgang gibt es ein Signal bei mehreren Automaten. Wir wiederholen den Vorgang. Jetzt gibt es nur mehr beim ersten Automaten ein Signal. Offensichtlich ist das der Automat, an dem die Steckdose mit dem Sender angeschlossen ist. Wir schalten aus, das Signal verstummt, wir haben den richtigen Automaten gefunden.